Ja, meine Damen und Herren, ich darf euch recht herzlich begrüßen im Namen des Kreisverbands Ingolstadt-Eichstätt. Ich stelle mich jetzt mal kurz vor. Ich bin der Johannes Kraus von Sande, Kreisvorsitzender des Kreisverbands Ingolstadt-Eichstätt. Bin hier auch Landtags- und Bezirkstagskandidat. Und heute ist das Thema, das wir behandeln wollen, Russland-Deutsche in Ingolstadt. Ich bin heute schon den ganzen Tag in Sachen Wahlkampf unterwegs und habe mich auch mit dem Thema Russlanddeutsche heute schon intensiv auseinandergesetzt. Ich habe den Pius-Markt besucht in Ingolstadt und ich muss sagen, wir hatten dort also eine sehr, sehr gute Resonanz des Publikums allgemein gesehen. Aber man kann also wirklich sagen, was uns sehr gefreut hat, dass der größte Teil der Besucher Russlanddeutsche waren, die dort unseren Stand besucht haben. Es haben sich sehr positive Gespräche ergeben, sehr lange Gespräche auch, und wir sind sehr zuversichtlich, dass wir aus der Landsmannschaft der Russlanddeutschen auch in diesem Jahr und in der anstehenden, im anstehenden Landtagswahlkampf sehr viele Wähler gewinnen können. Wir machen das in Ingolstadt hier öfter, dass wir auch Veranstaltungen für Russlanddeutsche organisieren. Wir hatten letztes Jahr eine Veranstaltung im Rahmen der Bundestagswahl. Wir führen öftere Male gezielt an Orten, wo wir Russlanddeutsche erwarten, Aktionen durch. Wir haben Infostände auch an Supermärkten, die hauptsächlich von Russlanddeutschen besucht werden. Und ich kann also wirklich sagen, es sind immer sehr, sehr angenehme Gespräche. Wir haben sehr viel Interesse. Ich möchte mich an dieser Stelle auch sehr herzlich bedanken bei den vielen Russlanddeutschen, die uns tatsächlich letztes Jahr im Rahmen der Bundestagswahl hier in Ingolstadt gewählt haben. Sie haben maßgeblich zu unserem sehr, sehr positiven Ergebnis hier in Ingolstadt beigetragen. Also dafür in jedem Falle nochmal ein herzliches Dankeschön. Und ja, ich würde mich natürlich sehr freuen, wenn Sie uns die Treue halten würden und auch jetzt bei der Landtagswahl uns Ihre Stimme geben würden. Ja, grundsätzlich Thema Russlanddeutsche. Wo sind die Unterschiede zu anderen Migranten, die im Moment ja natürlich zahlreich nach Deutschland kommen? Ich versuche jetzt mal ein paar objektive Dinge mit persönlichen Erfahrungen in diesem Zusammenhang zu vermischen. Also ich kenne persönlich hier in Ingolstadt auch viele Russlanddeutsche, bin mit ihnen bekannt und sogar teilweise befreundet. Meine persönliche Erfahrung geht dahin, dass diese Menschen ja sehr leistungsorientiert sind, was ich immer sehr positiv empfunden habe. Zum anderen, auch in schulischen Zusammenhängen, habe ich Kontakt zu russlanddeutschen Familien. Also mir fällt sofort eine Familie ein aus Ingolstadt. Ich übe da mit dem Sohn relativ oft Latein. Also wirklich ein sehr ehrgeiziger junger Mann. Ein Kind aus dieser Familie hat ein Spitzenabitur an einem Ingolstädter Gymnasium geschrieben. Der andere Sohn ist auch auf dem Weg dahin. Also das ist eine Sache, die mir also sehr, sehr gut gefällt. Also wirklich sehr eine große Bildungsbeflissenheit, die mich sehr beeindruckt hat. Und man kann diese Dinge auch an objektiven Zahlen mittlerweile festmachen. Also wir wissen inzwischen aus Statistiken, dass die russlanddeutsche Bevölkerung hier im Schnitt im Vergleich zur sonstigen deutschen Bevölkerung sogar überdurchschnittlich gute Schulabschlüsse bekommt. Also wirklich eine sehr bemerkenswerte Tatsache, die mir persönlich also wirklich sehr gefällt, dass hier eine große Bildungsbeflissenheit vorherrscht. Was natürlich auch für mich als AfD-Vorsitzender sehr interessant ist, wenn man jetzt mal die großen Unterschiede zu unseren neuen Migranten der letzten Jahre einfach mal herauskehrt, können wir feststellen, dass eine sehr große Identifikation der russlanddeutschen Bevölkerung
hier mit der deutschen Kultur und mit unserem Land festzustellen ist. Und das ist natürlich genau der Punkt, der uns gefällt, den wir uns erwarten würden von Seiten unserer Partei, dass Menschen, die hierher kommen, ein Interesse daran haben, die europäische oder deutsche Kultur zu befördern und auch zu leben. Und das ist natürlich wirklich der Punkt, der uns gefällt, dass man bewusst hierher gekommen ist, um auch im Gegensatz zu Russland die deutsche Kultur zu leben und man sich von Anfang an hier mit unserem Land und unserer Kultur in hohem Maße identifiziert. Also das sind Dinge, die uns sehr gut gefallen. Parallelen brauche ich hier nicht übermäßig zu ziehen. Wir haben hier ein Plakat hängen an der Wand zum Thema "Der Islam gehört nicht zu Bayern". Ja, und ansonsten glaube ich, brauche ich hier keine großen Ausführungen machen. Was uns natürlich hier etwas stört, ist, dass der eine oder andere mit muslimischem Hintergrund sich nicht so mit unserer Kultur und unserem Land identifiziert und das teilweise auch nach Jahrzehnten Sesshaftigkeit, sage ich jetzt mal, in unserem Land. Das ist also der große Unterschied. Ja, wir haben, wie gesagt, sehr großen Zuspruch von unseren russlanddeutschen Mitbürgern. Wir werden uns bemühen, auch hier weiterhin regelmäßig Veranstaltungen für Russlanddeutsche durchzuführen. Wir wollen einen Stammtisch hier etablieren von Russlanddeutschen und ich möchte Sie daher bitten, so Sie Russlanddeutsche sind und uns unterstützen wollen, zu unseren Veranstaltungen in Zukunft zu kommen. Wir werden derartige Veranstaltungen in Ingolstadt und auch im Landkreis Eichstätt anbieten. Wenn Sie Ideen haben zur Gestaltung natürlich oder auch zu Themen, wären wir sehr froh, wenn Sie auf uns zukommen würden. Sie finden unsere Kontaktdaten ohne Probleme im Internet. Also wenn Sie sich an diesem Projekt Stammtisch Russlanddeutsche beteiligen wollen im Landkreis Eichstätt oder auch hier in der Stadt Ingolstadt, bitte zögern Sie nicht, kommen Sie auf uns zu, sprechen Sie uns an und machen Sie uns Vorschläge, wie wir diese Veranstaltung in Zukunft gestalten können. Ich bedanke mich an dieser Stelle sehr herzlich für Ihre Aufmerksamkeit und ich denke, wir werden uns auch in diesem Rahmen öfter einmal sehen. Danke nochmal für Ihre Aufmerksamkeit. Grüß Gott, liebe Bürger der Regie Simliki. Ich bin sehr froh, hier mit Ihnen oder bei Ihnen heute hier zu sein, im schönen Freistaat Bayern, wo die Welt, sagen wir mal so, noch halbwegs in Ordnung ist. Damit das auch so bleibt, treten wir hier an, die AfD. Und die AfD ist die Partei natürlich aller deutschen Patrioten und dazu gehören natürlich auch und in ganz besonderem Maße auch und gerade die Aussiedler, die Russlanddeutschen. Also ich komme selbst gerade aus Moskau, dort war ich auch unterwegs und habe mich auch für die deutsche Minderheit, die dort lebt, die dort vor Ort lebt, die auch von deutscher Seite gefördert wird, die von russischer Seite gefördert wird, eingesetzt. Die AfD wirkt auch in diesem Haushalt, in dem Haushalt, über den wir jetzt beraten für das Jahr 2019, wir wirken darauf hin, dass die Förderung der deutschen Minderheit im Ausland verdoppelt wird. Also wir machen auch etwas, wir versprechen nicht nur wie die CSU in Bayern. Ich will so ein bisschen erzählen aus vielleicht von den jüngsten Ereignissen zunächst einmal und dann noch ein bisschen weiter unsere Arbeit in dem Bereich Aussiedler vorstellen, damit Sie einfach einen Einblick bekommen, was wir tatsächlich tun. Und wir tun was, im Gegensatz, wie gesagt, zu den Altparteien. Vor kurzem zum Beispiel hatten wir auch eine sehr interessante Demonstration zum Tag der Deportation der Wolgadeutschen am 28. August in Hannover. Das war eine Veranstaltung unserer Fraktion im Niedersächsischen Landtag und man muss sagen, wir hatten viele Demonstranten und wir wollten würdig an dieses tragische Ereignis, an dieses kommunistische Verbrechen erinnern, weil
unserer Meinung nach die Erinnerung an unsere Geschichte, an die deutsche Geschichte, an die russlanddeutsche Geschichte zentral ist, damit wir auch eine Zukunft haben. Ohne Erinnerung keine Zukunft. Leider gab es auch auf dieser Veranstaltung mehrere sogenannte linke Gegenprotestler. Also die Zeitungen nennen sie immer Protestler, faktisch waren das aber Linksextreme, die mindestens viermal übergriffig wurden. Also die sind auf die Bühne gestürmt, haben die Redner von der Bühne geschmissen. Gott sei Dank ist nichts passiert, es hatte von denen auch niemand ein Messer dabei. Aber wer wehrlose Menschen angreift, auch ältere Menschen, die selbst vielleicht sogar diese Deportation damals erlebt haben, wer solche Menschen angreift, den kann man ja nur noch als Unmensch mit Verlaub bezeichnen in diesem Sinne. Also diese linksextremen Aktivisten dort, die sollten nicht Protester genannt werden, das sind für uns aus unserer Sichtweise rotlackierte Faschisten. Aber trotzdem, wir lassen uns nicht einschüchtern und wir wirken immer und jeden Tag darauf hin, dass die Interessen auch und gerade der Russlanddeutschen im Bundestag mehr Beachtung finden. Konkret habe ich persönlich als Sprecher der Interessengemeinschaft der Russlanddeutschen im Bundestag sehr, sehr viele Anfragen zur Situation der Deutschen aus Russland in Deutschland gestellt. Dabei kam heraus, was wir auch alle wissen, die sich mit dem Thema beschäftigen, dass nämlich die Deutschen aus Russland ein bestens integrierter Teil unseres Volkes sind. Die durchschnittliche Arbeitslosigkeit ist genauso hoch oder besser gesagt genauso niedrig wie bei den Deutschen, die liegt bei 4%. Ja, also die Erwerbstätigenquote, der Anteil derer, die wirklich arbeitet, liegt bei über 74%. Das heißt, die Russlanddeutschen sind fleißig, sie sind tätig, sie leisten einen großen Anteil zur Finanzierung unserer Sozialversicherungssysteme auch und gerade des Rentensystems. Auch und gerade für die Rentner hat die AfD im Bundestag ein sehr wichtiges Vorhaben auf den Weg gebracht. Es handelt sich darum, dass wir die Renten für die Aussiedler endlich gleichstellen wollen. Wir wollen die Aussiedler im Rentensystem vollständig gleichstellen. Wir wollen alle Diskriminierungen beseitigen. Denn es ist so, die CDU und die CSU, die sich immer als Partei der Aussiedler dargestellt hat, und man muss sagen, Helmut Kohl hat ja auch tatsächlich was gemacht in dieser Hinsicht, dieselbe CDU und dieselbe CSU allerdings haben dann 1996 die Rentenleistungen für die Aussiedler stark gekürzt. Stark gekürzt heißt, das Rentenniveau wurde auf 60% der durchschnittlichen Rente abgesenkt. Nur noch 60%. Wir finden, das ist eine Diskriminierung per Gesetz und das muss beseitigt werden und wir werden daran arbeiten, es zu beseitigen. Es gibt weitere Diskriminierungen im sogenannten Fremdrentenrecht, also bei den Renten für die Aussiedler. Zum Beispiel gibt es eine gewisse Kappungsgrenze, eine gewisse Obergrenze für die sogenannten Entgeltpunkte. Das heißt, pro Jahr gibt es ja einen Rentenpunkt, einen sogenannten Entgeltpunkt. Und die Anerkennung dieser Entgeltpunkte und anders gesagt der Arbeitszeit, der gesamten Lebensarbeitszeit, die wurde einfach mal per Obergrenze festgelegt auf 25 Entgeltpunkte für einen Einzelnen bzw. 40 Entgeltpunkte für ein Ehepaar. Das heißt, hier hat man tatsächlich ausnahmsweise mal eine Obergrenze eingeführt. Woanders vermisst man ja eine Obergrenze leider. Wir sagen, das darf nicht sein. Russlanddeutsche sind Deutsche aus Russland, sie sind Deutsche nach dem Grundgesetz. Sie werden mit ihrer Anerkennung als Aussiedler auch als Deutsche anerkannt. Es darf einfach nicht sein, dass es Deutsche zweiter Klasse gibt. Und deswegen sagen wir, diese Diskriminierungen, Regelungen müssen weg. Und wir haben einen Antrag im Bundestag gestellt, damit sie wegkommen. Das waren wir, das war nicht die CDU, das war nicht die CSU. Interessant ist,
was die CDU-CSU in dieser Debatte so vorgebracht hat. Ja, die CDU-CSU, die gibt ja immer so vor, die Partei der Aussiedler zu sein. Umso interessanter ist dann zu hören, was ein gewisser Herr Straubinger aus der CSU zur Rentendebatte gesagt hat. Der hat nämlich gesagt, zur angeblichen Diskriminierung, Rentenleistungen gibt es nur aufgrund der Einzahlungen in die deutsche Rentenversicherung. Da muss man aber sagen, da hat der Herr Straubinger die Begründung für das Fremdrentengesetz nicht gelesen. Da steht nämlich in der Begründung drin, da natürlich die Deutschen aus Russland logischerweise nicht in die deutsche Rentenkasse einzahlen konnten, weil sie ja zwangsweise in der Sowjetunion bleiben mussten, sie durften ja auch nicht ausreisen, es gab ja auch millionenfache Zwangsarbeit, es gab die genannte Deportierung. Natürlich können sie dann nicht in die deutsche Rentenkasse einzahlen. Das steht aber auch in der Begründung des Gesetzes so drin, dass eben die Aussiedler dann aufgrund der Verantwortung Deutschlands für die deutsche Minderheit aufgrund unserer Geschichte eben doch etwas rausbekommen. Also der Herr Straubinger hat selbst das Fremdrentengesetz, das von der CDU-CSU damals beschlossen wurde, nicht gelesen. Das ist einfach Fakt. Dann hat Herr Straubinger auch noch ausgeführt, wir stehen zu den Spätaussiedlern, stehen auch zum Fremdrentenrecht, aber wir sind gegen Überversorgungen. Also man beachtet dieses Wort Überversorgungen. Tatsächlich stellt es sich so dar, dass die Deutschen aus Russland aufgrund dieser diskriminierenden Regeln bei ihrer Rente sehr viel weniger rausbekommen als der durchschnittliche Deutsche. Die Deutschen aus Russland bekommen durchschnittlich 668 Euro raus. Das ist, man muss es so sagen, Armut per Gesetz. So zum Vergleich. Die versicherten Renten, die durchschnittlichen, lagen in den alten Bundesländern bei durchschnittlich 1012 Euro für Männer. In den neuen Bundesländern lagen sie bei 1076 Euro für Männer. Wenn Sie das vergleichen mit diesen 668 Euro für Spätaussiedler, dann merken Sie, wie riesengroß dieser Unterschied ist. Dieser Unterschied ist und wie dieser Unterschied auch natürlich zur Altersarmut führt. Wir wollen, wie gesagt, als einzige Partei diese Ungleichheit beseitigen. Und wir hoffen auch sehr, dass die CDU und auch die CSU da mitmachen, dass sie also ihren Versprechungen auch tatsächlich Taten werden folgen lassen. Aber man weiß es ja, in Bayern wissen Sie das sicherlich auch, die CSU verspricht viel und hält wenig. Das ist typisch CSU. Wir werden auf jeden Fall weiter daran arbeiten, dass das Los unserer Landsleute verbessert wird. Wir werden das auf allen Ebenen tun. Ich denke, in Bayern wird es auch eine starke Fraktion geben der AfD. Wir werden hier die stärkste Oppositionskraft werden und wir werden auch im Landtag alles dafür tun, sicherlich, dass die Kultur, die Geschichte, die Errungenschaften, der Verdienst der Deutschen aus Russland vollständig hier beachtet und hier auch anerkannt werden. Vielen Dank. Guten Abend, sehr geehrte Damen und Herren. Ich freue mich recht herzlich, Sie heute hier begrüßen zu dürfen. Erstmal was zu meiner Person. Mein Name ist Oskar Lipp, bin 22 Jahre alt. Ich bin der jüngste bayerische Landtagskandidat der AfD in Bayern. Nun kurz zu meinen Punkten. Ich stehe für unterschiedliche Schwerpunkte. Einerseits ist es wichtig, wieder die innere Sicherheit herzustellen. Die CSU ist die Partei, die dazu beigetragen hat, eben, dass wir die Zustände, die wir jetzt auf und in deutschen Straßen haben, verantwortlich ist. Einerseits die Massenmigration, andererseits auch die starke Unterbesetzung von Polizei und Rettungskräften. Dies muss in den nächsten Jahren und Jahrzehnten spätestens, am besten gestern wie heute, nachgeholt werden. Außerdem müssen wieder Vereine und das Ehrenamt generell gestärkt werden. Wir alle von der AfD, bis auf die Bundestagsabgeordneten oder sonstige Landtagsabgeordnete in Deutschland, tun dies alles ehrenamtlich und aus freien Stücken. Deswegen freuen wir uns auch recht herzlich über jede Unterstützung, egal ob
finanziell, zeitlich oder anderweitig. Und dafür möchte ich mich schon einmal bedanken. Auch durch Ihre Stimme am 14. Oktober bei der Bayerischen Landtagswahl tragen Sie dazu ein Stück dazu bei, dieses Land endlich wieder zu verändern und auf den richtigen Weg zu bringen. Andererseits werde ich mich auch einsetzen für die jungen Familien in Deutschland, auch insbesondere auch für russlanddeutsche Familien. Wie man es eben weiß, sind die Russlanddeutschen sehr konservativ, denken wie wir, also wie die AfD. Und deswegen ist es auch wichtig, dass wir uns wieder für die Familienförderung einsetzen, dass wir ein Familiensplitting beim Einkommen herbeiführen, sodass generell die Einkommensteuerbelastung reduziert wird, dass nicht wieder beide Elternteile arbeiten müssen, wie es jetzt der Fall ist, sondern dass ein Nettoeinkommen ausreicht, um eine Familie zu ernähren. Das heißt jetzt nicht, dass die Frau wieder hinter den Herd gehört, wie es teilweise auch schon fälschlicherweise von der Presse ausgeschlachtet worden ist über meine Person, dass ich gesagt haben soll, dass die Frau zu Hause bleiben kann. Dies ist nicht der Fall. Es geht generell darum, eine Person arbeitet und die andere kann sich dann um die Familie kümmern. Das kann man auch abwechselnd machen. Nun, ein weiterer Punkt ist auch der Länderfinanzausgleich. Wie wir es wissen, ist in Berlin sind die Kindertagesstätten, in dem rot-grün versifften Berlin, sind die Kindertagesstätten kostenlos und in Bayern sind diese nicht kostenlos. Und dies hängt eben damit zusammen, dass ungefähr im Jahr 3 Milliarden Euro aus Bayern in andere Bundesländer abfließen. Und deswegen ist es wichtig zu sagen, wir hier in Bayern wollen wieder stärker auf die Förderung von Familien setzen. Und deswegen bedanke ich mich für Ihr Vertrauen und würde mich freuen, wenn wir Sie einmal bei einer Veranstaltung oder auch beim Infostand, beim Stammtisch oder eben auch persönlich beim Wahlkampf begrüßen dürfen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und ich wünsche Ihnen noch eine schöne Zeit mit unseren Rednern. Danke.